Möchte man sein 3D-Modell präsentieren, wird häufig auf gerenderte Bilder oder auf Animationen zurückgegriffen. Im AutoCAD 2010 steht eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, das 3D-Drucken. Ein Beispiel wurde auf der AU 2008 gezeigt, ein Motorrad, welches als 3D-Modell im AutoCAD erstellt wurde und als Kunststoffmodell durch einen speziellen Druckdienst hergestellt wurde. Der Befehl zur Ausgabe einer STL-Datei befindet sich im Register Ausgabe, genau an der Stelle. Nach Aufruf erscheint ein Dialog, in dem man sich über die Vorgehensweise, leider in Englisch informieren, oder über Weiter die Ausgabe starten kann. Nach einer Auswahl der gewünschten Objekte erscheint ein weiterer Dialog, in dem wir den Maßstab an der Stelle bestimmen können. Dieser Maßstab ist bei sehr großen Objekten wichtig, Gebäude etc. Sie sollten sich über die Möglichkeiten Ihres Druckdienstes informieren, welche Möglichkeiten er dort hat. Gehen weiter mit OK. In dem nun folgenden Speicherdialog speichern wir diese Datei und damit ist die Ausgabe letztendlich fertig. Autodesk zeigt jetzt eine Website, auf der amerikanische Druckdienste aufgelistet werden. Leider sind dort keine deutschen aufgelistet. Einige dieser Druckdienste habe ich auf meinem Blog veröffentlicht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr Jürgen Abecker. Danke.